Hallihallo, Hallöchen, wir spielen mit der LS17 Landwirtschaftssimulator 2017. Auch wenn es nicht so aussieht, wir spielen auf der DDR-Karte, auf der LPG Angern. Deswegen hier auch so komische Traktoren. Eine kennen Sie, die einen kennen Sie, die anderen vielleicht nicht. Wir fahren einen ZT303D. Und ja, wir sind am Mais ernten. Und der 2HW80 Anhänger hinter. Und damit fahren wir das Mais vom Feld weg. So, jetzt muss ich mich beeilen. Der eine ist zum Abbunkern. Der andere noch nicht. So, ich muss erst den vordersten machen, ansonsten kommt das glaube ich nicht ganz so gut hier. Ja, was machen wir an der heutigen Folge? Wie ihr seht, ist das eigentlich noch nicht viel passiert hier. Wir sind mit dem Geld noch nicht weitergekommen, aber wir wollen natürlich Mais verkaufen. So, das waren noch die Zeiten, wo es keine Rußpartikelfilter gab, wie man sieht. Da gab es noch kein AD Blue und so Zeugs. Nein, 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 nein. Da war die Welt noch in Ordnung. Okay, der ist leer. Der andere kommt, hoffe ich, noch bis hierher. Und dann werden wir mit dem L60 den ersten Mais verkaufen. So, ich glaube, der ist leer. Puh, der ist da noch am Flügen. Das funktioniert wohl jetzt. Aha, der lässt jetzt da das Vorgewende frei. Okay, Hanna, machen wir das hinterher. Da sind wir eigentlich am Häckseln. Der steht eigentlich schon wieder rum, warum, weiß ich auch nicht. Der sollte eigentlich hier das Feld mal fertig machen. Irgendwie kapiert das nicht. Das Vorgewende lassen wir jetzt weg. Das bringt eh nichts. Und genau, der eine ist schon voll. Das ist der. Der steht beim Händler? Beim Viehhändler? Wie viel Kühe kriegen wir rein? 7. Puh, da brauchen wir aber ein bisschen Geld, damit wir da uns 7 Kühe kaufen können. Da ist unser neuer kleiner Lieferwagen. Da ist unser Pausenwagen, der steht immer noch beim Händler. Und irgendwie, genau, den wollte ich eigentlich haben. Ich muss zum Hafen.
das hier für ein komischer Weg noch? Also ich muss gerade noch schauen, Mais ist immer noch beim Mittelelbe Binnenhafen. Genau, einfach geradeaus. Machen wir doch, bringen wir das mal weg. Der LKW wird sogar von innen dreckig. So gute Türdichtung haben wir hier. Das ist nicht bloß innen, nicht bloß außen, sondern innen auch. Der ist innen dreckiger wie draußen. So, dann kriegen wir ein bisschen Kohle. Von der Kohle werde ich dann wieder was kaufen. Wahrscheinlich, gute Frage. Also ich wüsste schon einen Haufen Sachen, was ich mir kaufen würde, wollen. Aber ob das alles so klappt, müssen wir noch einen Haufen Kredite aufnehmen. Wo muss ich denn hier hin? Beim Kahn drauf, oder was? Muss ich denn hier abkippen? Ich war hier schon mal, aber ich weiß nicht mehr, wo ich da kippen war. Hier wahrscheinlich nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Da natürlich. Schon gesunken der Preis. $50.000. Das geht. So, dann machen wir gleich mal hier unseren Katalog auf und kaufen uns da tolle, coole Sachen. Genau, ich wollte ja den Traktor haben. Für die Schweine und Kühe Zeug zu machen. Der wäre natürlich viel günstiger hier. Der wäre noch günstiger, aber da kann ich nicht so viel mit machen. Der kann Frontladeranbau, ja. Wir kaufen jetzt den, auch wenn er teuer ist. So, Frontladeranbau wäre da. Brauche ich noch den Frontlader.
Boah. So, als erste Amtshandlung würde ich ja mal den Pausenwagen fahren. Was ist denn los? Will der nicht? Jetzt hat irgendwie noch festgehangen. So, können wir hier noch irgendwie was aufmachen? Das Fenster vielleicht. So, sieht ein bisschen schrottig aus, macht das Ganze aber viel realistischer hier, finde ich. So, Pausenwagen ab aufs Feld hier. So, die Drescher sind noch am Fahren, aber das ändert vielleicht gleich. Wenn sie den Pausenwagen sehen, genau. Dann kann ich sicher auch die Tür irgendwie öffnen. Das Bild ist blöd. Oh, das ist viel besser. Okay, Pausenwagen ist eingerichtet. Sollten wir noch heizen? Jawohl. Jetzt läuft. Heizung läuft, Licht ist an. Musik läuft. Aber die Kollegen, wo bleiben die denn? So, als nächstes kaufen wir uns dann den Frontlader und Kühe. Das wäre eigentlich das nächste Ziel. Okay, der tankt wirklich bloß ab beim Fahren.
so mal richtig voll hier. Wir müssen noch zu unserer Ernte sagen, wir haben vorher nichts gepflügt. Das ist das erste Mal. Alle Felder geerntet werden, haben wir auch nicht ganz so viel Ertrag. So, da wäre der Pausenwagen. Boah, der qualmt hier bergauf. Es will niemand was von Pause wissen. Da gehe ich eben allein. Eine kühle Cola trinken. Okay, Kabinett ist auf dem Tisch. Rauchen können wir, trinken können wir. Tipptopp. Kann ich eigentlich nicht rumlaufen hier. So, unser neuer Trecker sieht eigentlich recht cool aus, finde ich. War auch recht teuer. Dafür sehr authentisch. Keine Spiegel hat er bekommen. Nix, alles schon kaputt. So, ich würde sagen, wir fahren zurück. Wir brauchen ja dann als nächstes Frontlader. Für einen Trecker. Wir werden schon mal Wasserfass und Anhänger, was da noch steht, mal bereit machen beim Händler, damit wir das mitnehmen können. Und theoretisch müsste ich den jetzt eigentlich mitnehmen zum Schweinehof. Schweinehof haben wir schon, damit wir die sauber halten können und können wir theoretisch Mist aufladen und so weiter. Wäre das natürlich der richtige Traktor. Wasser, Fass zum Wasserfahren für die Tiere, damit sie da ordentlich was zum Saufen haben. Ich weiß gar nicht, kann das Wasserfass noch einen Anhänger ranmachen? Theoretisch schon. Praktisch bin ich mir nicht ganz sicher.
Wir probieren es mal, dann wissen wir es. Jetzt geht noch nichts. Meine Güte, was ist denn da los? Jawohl, geht. Puh. Also jetzt fehlt nur noch der Frontlader. Okay. Den müssen wir noch besorgen. Ja, das machen wir ganz einfach. Schulden haben wir eh schon. Wie sieht's denn aus bei den Schweinen? Produktivität 77% und Sauberkeit 100. Okay. So. Jetzt ist es so, jetzt kann ich den passenden Frontlader dazu noch kaufen. Seht ihr, der hat nämlich jetzt hier genau die richtige Aufhängung dafür. Passt perfekt da rein. Jetzt haben wir da einen Trecker mit Schaufel für einen Stall. Der hat auch bloß Licht vorne. Mehr hat der auch nicht. Jetzt war der eigentlich für die Schweine zuständig. So, dafür hat er aber noch für die Anhänger Licht. Okay. So, dann würden wir mit denen zum Schweinehof fahren. Kühe sind wir noch nicht so weit, leider. Da müssen wir erst noch Stroh fahren. Und Futter haben für die Kühe natürlich. So, läuft dort das Ding. Klimaanlage ist an, hier ist nämlich das Dach offen, hinten ist das Fenster, das zieht schön durch. Ab und zu ein paar Abgase, das macht gar nichts, da bleiben wir im Training. So, ich find's cool. Der war zwar ein bisschen teuer, kommt jetzt aber zum Schweinehof und wird uns da nette Dienste leisten.
So, hier die Wasserfässer, DDR-Wasserfässer, sehen auch schon schön mitgenommen aus, ordentlich rostig. Dafür, damit es verzinkt ist, sollte da doch kein Rost drauf sein, aber ich glaube, das kommt da von den Schrauben. So, neues Equipment ist da am Anrollen. Den Schweinen ist es ja egal, aber für mich stimmt's. Irgendwie habe ich mir das genauso gedacht, damit der da hängen bleibt. War doch ein bisschen eng. Okay, die Dröscher sind auch wieder voll. Da kann ich dann wieder... So, ich glaube, hier drin muss ich gleich mal was putzen, oder ist das schon weg? Okay, das scheint schon weg zu sein. Da haben wir irgendwas drin. Auf jeden Fall können wir hier Schweinefutter herstellen. Deswegen, genau, deswegen auch diese Anhänger. So, ich weiß nicht, wo ich denn putzen muss überhaupt, ob ich überhaupt putzen muss. Boah, hier steht ja noch ein ganzer Anhänger voll Stroh. Kann ich zwei voll machen? Das ist eine vorne, die Schaufel wahrscheinlich. Füllstand von der Schaufel. Genau, das ist nämlich so. Passt nämlich bloß 8000 Liter rein. So, jetzt habe ich aber das Güllefass mit Wasser befüllt.
Okay, die haben erstmal genug. Wir können ja sonst noch ein paar Schweine kaufen. Unser Geld wird aber langsam weniger. Aber das ändern wir natürlich. Ich werde dann noch die Mähdrescher abtanken und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.